Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die neue Schädelhändlerin. Genau, die Schädelhändlerin, die wurde vor kurzem, beziehungsweise die wurde heute frisch geupdatet und hat so ein paar Änderungen erfahren. Die Devs haben da an ihrer Kraft nämlich drei Problempunkte, sage ich mal, identifiziert. Problempunkt 1 war, dass sie keine wirklich Kraft für die Jagd hat, wenn Überlebende einmal verletzt sind, dass ihre Klauenfallen keinen großen Effekt haben und außerdem, dass sie sehr nervig ist, wenn sie drei nah beieinander liegende Generatoren hält. Ne, das waren so die drei großen Punkte. Und alle drei Punkte haben sie bearbeitet. Punkt 1, wie wird sie gebufft in der Jagd? Das haben sie ganz cool gemacht. Das sorgt nämlich jetzt, sie haben nämlich jetzt das so gemacht, dass wenn Überlebende im Einflussbereich, beziehungsweise wenn die Überlebende auf meinem Radar angezeigt werden, dann bekomme ich den Statuseffekt Eile. Ich bewege mich also ein bisschen schneller fort. Pro Überlebenden, der mir mit meinem Radar angezeigt wird, bewege ich mich schneller fort. Wenn das jetzt ein Überlebender ist, so wie der Vittorio hier, dann bewege ich mich 3% schneller fort. Bei zwei Überlebenden sind es 5%, bei drei Überlebenden 6% und bei allen vier Überlebenden bewege ich mich, warte, das aktiviere ich mal, 7% schneller fort. Genau. Das ist so der erste Effekt. Oh, schade, ich dachte, ich krieg dich. Zack. Genau, also jetzt ist sie wieder in meinem Thron, in meiner Thronzone. Das heißt, ich bekomme jetzt Eile. Sie ist die einzige, die sozusagen auf meinem Radar kurz war. Das heißt, ich bewege mich nur 3% fort. Wäre jetzt zum Beispiel die Mac irgendwo in der Thronzone und, keine Ahnung, die Ada hätte eine Klammerfalle auf, wären ja theoretisch auch zwei Leute mit Radar sichtbar. Und dann, okay, die Drohne nehme ich mal weg, die brauche ich da nicht. Und die Drohne dort oben aktiviere ich. Genau, also wenn da zwei Leute direkt wären, ne? Also es geht nicht nur darum, dass Leute in der Thronzone sind, sondern auch darum, dass Leute vielleicht auch Klammerfallen haben und dadurch aufgedeckt werden. So. Oh, Mann, Vittorio, es tut mir leid. Hier ist doch noch jemand, oder? Nein. Auch nicht, okay. Ja, es tut mir leid, Vittorio. Nehme ich dich halt mit. Du standest jetzt hier leider ungünstig rum. Hallo, Mac. So. Und du hängst. Genau, also das ist so die eine Großänderung. Mac hinterlässt keine Rennspuren, oder? Wo ist Mac hin? Okay, keine Ahnung. Mac ist eine Zauberin. Vielleicht spielt ihr auch mit irgendwelchen speziellen Perks. Ich aktiviere das mal. Oh, dort wird jemand gescannt. Zwei Leute auf meinem Radar waren zumindest kurz. Das heißt, ich habe einen kurzen Speedboost bekommen. Dort hinten ist wieder jemand. Oh, da wird jemand gescannt. Ich aktiviere auch mal vielleicht diese Drohne. Genau, also jedenfalls, ne, das ist eigentlich eine ganz coole Änderung. Dadurch werde ich immer schneller. Ich kann wieder scannen. Anscheinend dort hinten irgendwo. Genau, wir wurden die Klammerfallen gebufft. So, okay, die eine Mac, ne, die hat jetzt gerade eine Klammerfalle aufgesammelt. Das heißt, sie ist mit meinem Radar sichtbar und ich bewege mich jetzt, bis die Klammerfalle zerstört ist, 3% schneller fort. Okay, das heißt, zwei Leute haben sogar die Klammerfalle. Das heißt, zwei Leute sorgen dafür, dass ich mich jetzt insgesamt 5% schneller fortbewege. Bis sie ihre Klammerfallen loswerden. Eigentlich sehr cool, wenn die jetzt hier reinrennt, ne, bewege ich mich 6% schneller fort. Ach, das ist sogar die eine mit der Klammerfalle, sehr gut. Genau, wie wurden Klammerfallen gebufft? Einmal wurde hinzugefügt, dass wenn du mit einer Klammerfalle in den Einflussbereich einer aktiven Drohne rennst, dann wird die Klammerfalle nicht mehr aufgeladen. Aber dafür wird die Drohne unhackbar, also kann von Überlebenden für kurze Zeit nicht zerstört werden. Das ist Effekt 1. Und außerdem, wenn du eine Klammerfalle aktiv hast und über... Hallo, Ada? Und über eine Palette drüber hüpfst, dann ist es ähnlich wie mit dem einen Addon, das es mal gab. Und zwar sorgt es dafür, dass die Palette direkt zerspringt. Okay. Hab ich dich? Genau, also wenn man eine Klammerfalle hat und über eine Palette hüpft, dann ist die Palette direkt weg. Genau, das ist jetzt Basekit. So wurde ihre Clownfalle gebufft. Ne, ihr merkt, ne, zwei Buffs, einmal zur Jagd, einmal zur Clownfalle. Aber sie wurde auch ein bisschen genervt, und zwar hinsichtlich ihres Potenzials, Generatoren zu halten. Und zwar folgendermaßen.
Wenn die Überlebende, wenn ich eine Drohne aufstelle und die Drohne von Überlebenden gehackt wird, dann ist die Drohne erstmal weg. Und ich kann die, hab die nicht wieder. Ich muss, beziehungsweise, warte, wie erkläre ich es am besten? Genau, wenn überlebende Drohnen selber zerstören, dann ist die Drohne weg. Und ich bekomme die Drohne erst wieder, wenn die Überlebenden die Klammerfalle zerstört haben. So, hallo Vittorio. Einmal. So, dank dir bewege ich mich jetzt für kurze Zeit ein bisschen schneller fort. Okay, und der ist direkt schon aus der Zone raus. Und dort hinten weg. Hallo, Mac. So, hier lang. Genau, also wenn die Überlebenden meine Drohnen zerstören, dann bin ich erstmal ein Killer ohne Kraft. Aber wie gesagt, die haben dann alle ja die Klammer fallen und ich bewege mich schneller fort. Ne? Das sorgt einfach dafür, dass ich nicht immer wieder die gleiche Drohne spammen kann. Und ja, es ist ein bisschen sinnvoller für Überlebende, sage ich mal, Drohnen zu zerstören. Wobei es natürlich auch ein großes Risiko ist, weil die Klammerfallen ja echt ätzend sind. So, das aktiviere ich. Und ich denke, genau, dort oben wird gearbeitet, denn die Ada, die hat ja auch eine Klammerfalle. So, hallo ihr. Okay, ich bewege mich ein bisschen schneller fort. So, Ada. Du kriegst erstmal eins. Ab und wenn sie, wie gesagt, ne, jetzt über eine Palette hüpft, mit der Klammerfalle auf, dann ist die Palette direkt weg. Vielleicht kriegen wir das hin. Nee, wirkt gerade nicht so. Ich glaube, die will auch nicht zu einer Palette rennen. Ja, die ist schon lange weg. Ich aktiviere das Ding mal. Ja, vielleicht gehe ich lieber auf andere Leute. So, hallo ihr. Einmal perfekt. Und hier zerstöre ich. Genau, also das sind so die drei Nerfs, Änderungen, sage ich mal. Ich fasse sie nochmal ganz kurz zusammen. Ne? Erstens, wenn die Überlebende über das Radar sichtbar wären, dann bekomme ich einen Bewegungsgeschwindigkeitsboost. Ne? Jetzt bin ich zum Beispiel allein, weil die eine Mac eine Klammerfalle trägt, 3% schneller. Was sehr cool ist. Warte mal, ich bin so verwirrt. Okay, hallo ihr. So, sie ist ihre Klammerfalle losgeworden. Die Zeit ist anscheinend abgelaufen. Okay, und ich habe wieder keinen Bewegungsgeschwindigkeitsboost. Wenn ich aber vielleicht das aktiviere dort hinten und das jemanden nervt. Habe ich dich? Nee, nervt's nicht. Okay, dort wurde jemand jetzt maximal das Ziel erfasst, sage ich mal. Weil die Drohne jemanden erwischt hat. So, ich hänge dich auf. Genau, ne? Wie gesagt, diese Jagdänderung, die Clownfallenänderung, dass überlebende Paletten zerstören, wenn sie drüber fallen, und diese Änderung, dass wenn Überlebende die Drohnen zerstören, dann habe ich die Drohnen nicht mehr. So. Okay, ich werde dort unten, denke ich, die nächste hinsetzen. Hier triggert dich kurz gegen. So, habe Ausbruch draufgebracht. Hier oben ist Vittorio, denke ich, aber ich kann noch nicht da eine neue Drohne setzen. Die setze ich neu. Aktiviere ich neu, meine ich. Neue Drohne hin. Und zack, zerstört. Okay, und Mac ist oben. Und ich bewege mich direkt 3% schneller fort. Im Schrank ist sie nicht sicher. Hab ich dich, komm mit. Genau, ich finde die Änderung sehr cool. Sorgt einfach dafür, dass... Ja, die sie halt wirklich in der Jagd ein bisschen stärker wird, ne? Da hat jetzt wieder eine Mac irgendwo was zerstört, irgendwo sich eine Klammerfalle jetzt geholt. Jetzt fehlt mir halt, wie gesagt, eine Drohne, aber dafür bewege ich mich jetzt, solange die Klammerfalle hier trägt, 3% schneller fort. Okay. So, und mir ist die Palette so ziemlich egal. Denn wenn sie drüber hüpft, ne, dann wird sie die Drohne... Uah, ey, da, wo kommst du denn her? Okay. Ja, wenn sie halt über eine Palette hüpft, über eine umgeschmissene, dann... Hat er neben, sehr schön. Ist die Palette weg. Hier war doch auch irgendwo die Ada, ja. Wir wechseln mal das Ziel. So. Aber wie gesagt, die Klammerfallen, die gehen dafür jetzt automatisch dann nach den 45 Sekunden weg. Und bleiben den Überlebenden nicht erhalten.
Okay, ich bin richtig schnell, aber sie hat Flink. Auch nicht schlecht, das aktiviere ich kurz. Hier setze ich eine neue Drohne hin. Also ich meine, ich spiele sie momentan auch immer noch sehr auf Kontrolle, würde ich mal sagen, ne? Ja gut, Vittorio hat was zerstört. Eine Drohne, deshalb habe ich jetzt... Jetzt fehlt mir wieder eine Drohne, ne? Und ich habe nur 3 Drohnen auf der Map stehen. Was mich natürlich schwächt auf der anderen Seite. So, jetzt habe ich wieder alle. Links sind sie. Und zerstören. Habe ich dich? Okay, sie hat es geschafft, so wie es aussieht. Hat jetzt auch wieder eine Klammerfalle. Das aktiviere ich. Vittorio wird gescannt. So, okay. Und jetzt kann ich sie einfach drüber jagen. Aber das will sie natürlich nicht. Weil dadurch halt die Palette zerspringt. Sie muss halt dann in dem Moment halt woanders lang rennen. Gibt mir halt einfach, solange wir überlebende Klammerfallen haben, deutlich mehr Optionen, wie ich in der Jagd agieren kann. Macht die Klammerfallen halt echt, ja, wie soll ich sagen, zu einem nervigen Ding. Okay, und ich drücke hier gegen, zack. Und hinten, okay. Oh, die wurde auch zerstört dort. Die Drohne. Okay, dort oben ist die Ada, hier ist der Vittorio. Ich setze den Gen wieder zurück. Und gehe nach dort oben. Also ich muss sagen, ich kann sie immer noch sehr gut auf Kontrolle der Generatoren spielen. Hallo Ada. Steht die Palette noch? Nee, ne? Nee, die steht auch gar nicht mehr. Okay. Flink hast du, ja. So, das Schöne ist, dadurch, dass Vittorio eine Drohne trägt und wenn du hier in diesem Loop bleibst, bewege ich mich halt 5% schneller weiterhin fort. So. Kann immer noch die Drohne dort einfach wegnehmen. Zack. Und jetzt so direkt normal weiterjagen. Also wenn ich die Drohnen selbst natürlich wegnehme, dann passiert nichts. Aber wie gesagt, nur wenn die Überlebenden die Drohnen zerstören, dann ist sie erstmal weg. Und ich hab dich. Oh, das hat mich geblendet. Okay. Ja, sind einige Änderungen. Ich glaube, jetzt muss man erstmal wieder schauen, wie gut ist die Schädelhändlerin. Aber... Also ich finde, wie gesagt, diesen kleinen Boost, ne, 3% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, wenn eine Person überhaupt erfasst ist, der ist schon ganz cool, aber meistens ist es ja vielleicht in der Jagd so, ein Überlebender hat eine Klammerfalle und der nächste Überlebende, sag schon, wird von dir gejagt, also bewegst du dich halt meistens 5% schneller fort, wenn du den in der Thronzone jagst. Ich meine, du kannst immer noch die Dinger an Generatoren super setzen, dadurch zwingst du Überlebende, die Thronen zu zerstören. Bekommst dadurch ständig die Klammerfallen auf. Überlebende sind durch die Klammerfallen schwächer, weil sie halt jetzt Paletten zerstören, wenn sie drüber hüpfen. So, ich meine, seht euch das mal an. Ich kann jetzt immer noch, ne, 1, 2, 3 Generatoren easy halten. Habe immer noch eine Drohne auf der Hand. Sollten sie eine zerstören, wäre das nicht so ein Problem. Ja, ist schon sehr interessant, wie es sich jetzt spielt. Okay, Vittorio. Ja. Du hast auch... Ihr habt alle Flink, oder? Okay. Na gut, dann laufen wir mal irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Ah ja, hier unten hin. Hier seid ihr aber beide. Ist das die Seite mit der Palette? Da ist sie. Okay. Ist hier meine Glyphe? Da ist sie. Perfekt. Danke, Vittorio. Super. So, ich setze die Drohne hin. Wenn du dich da reinbewegst, Vittorio, werde ich schneller. 3% zwar nur, aber ich glaube 3% wird vielleicht doch so ein bisschen unterschätzt, weil man kommt doch ein Stückchen näher ran. Und wenn man dazu noch andere Addons mitnimmt, die vielleicht Überlebende in der Thronzone zusätzlich verlangsamen, dann könnte das schon sehr stark sein. So, und ab auf den Haken mit dir. Okay, keine Ahnung, wo Ada ist. Die ist halt zumindest zuletzt in diese Richtung hier gerannt. Ja, ist sie wirklich. Okay. Ich könnte die Drohne nehmen. Und dann kann ich hier eine Drohne hinsetzen. Dann habe ich dich dauerhaft auf dem Schirm und bewege mich zusätzlich schneller fort. Und es wird halt noch schwieriger für sie. Ich meine, das ist eine Quatschpalette, aber jetzt werde ich das jetzt spielen können, um sie hier zu halten. Und tap. Perfekt, damit haben wir alle bekommen. Boah, es war wirklich eine spannende Runde.
aber es war gar nicht so einfach, das alles zu erklären. Vielleicht war es für euch, ich glaube, ich habe es euch schon so ein bisschen eingeblendet. Ihr findet in der Videobeschreibung auch nochmal die Patch Notes und ich würde euch das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, jetzt wo ich ein bisschen konzentrierter bin. Also, alle Überlebenden, die auf meinem Radar sichtbar sind, geben mir einen Bewegungsgeschwindigkeitsboost. Ich muss dafür mein Radar nicht aktivieren, das geht halt einfach passiv. Was heißt auf dem Radar sichtbar? Entweder in einer Thronzone oder entweder mit Klammerfalle irgendwo auf der Map. Ein Überlebender gibt mir 3% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, bei 2 sind es 5, bei 3 sind 6%, bei 4 sind 7%. Die Klammerfalle sorgt dafür, dass wenn Überlebende sie tragen und die über eine Palette hüpfen, dann wird die Palette direkt zerstört und die Klammerfalle wird auch direkt zerstört. Die Klammerfalle lädt sich aber auch nicht mehr direkt auf, wenn Überlebende in eine Thronzone gehen. Also die hat halt wirklich diesen 45-Sekunden-Timer, danach ist sie weg. Genau, und wenn Überlebende mit Klammerfalle in eine Thronzone gehen, dann wird die Throne unhackbar und Überlebende können sie nicht zerstören. Genau, und außerdem, die Thronen sind erstmal zerstört, wenn die Überlebende sie zerstören und eine Klammerfalle haben und sie kommen erst wieder an meine Hand, wenn die Überlebende ihre Klammerfalle zerstören. Ja, ich glaube, ihr habt es im Gameplay jetzt schon so ein bisschen gesehen. Es hat mich nicht wirklich gestört, dass Überlebende meine Thron zerstört haben. Weil dann hatten die halt dafür die Klammerfalle und ich habe einen 3% Bewegungsgeschwindigkeitsboost bekommen. Boah, ich weiß nicht, ob das dieses 3-Generatoren-Problem mit ihr unbedingt löst, aber es macht sie auf jeden Fall in der Jagd stärker zu spielen. Na gut, das war sozusagen mein Ersteindruck zur neuen Schädelhändlerin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!